Ja, guten Abend. Ich habe gar nicht gemerkt, dass du wach warst, hä? Ja, das schaust du, ne? Oh Gott, Hachi, hätte ich ja dich fast übersehen. Du bist ja wach. Du bist unheimlich niedlich. Oh mein Gott. Du süßer Plüschbobo. Herzlich willkommen also zu einem weiteren Zähmungstagebucheintrag von eurem süßen Hachiko. Den niedlichen Teddyhamster, der gerade total neugierig ist, weil er mich jetzt mal gehört hat und sieht, dass ich hier am Rumhoppern bin. Möchtest du raus, du? Hä? Das ist jetzt deine offizielle 4. Folge. Die Leute wollen deinen Popo sehen. Die wollen deinen haarigen Hintern begutachten. Jawohl. Ich habe jetzt mal wieder vergessen, den wievielten Tag wir überhaupt haben, dass Hachiko jetzt hier bei mir ist und seitdem ich eigentlich das Zähmungstagebuch gedreht habe. Das blende ich aber mal wieder hier wunderbar ein. Also danke, dass ihr bis zur 4. Folge mit dabei seid. Wirklich super toll. Schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr überhaupt bis zur 1. Folge eigentlich dabei wart. Also ob ihr schon dabei wart. Denn man merkt ja, dass Hachiko riesige Fortschritte gemacht hat. Hachiko hat sich in den letzten Wochen, Tagen sehr verändert. Er ist viel, viel, viel aktiver geworden. Und ich habe ein bisschen hier am Gehege so ein bisschen freigestaltet. Der hat jetzt auch das eine Häuschen drin. Ich glaube, das habe ich das von My Gerbils gekriegt. Ich glaube schon. Nochmal Dankeschön dafür. Und ich habe ein wenig ausgewählt, getestet, wie es so um ihn steht. Und ich muss sagen, er kommt gerade nicht zur Kamera. Er ist sehr, sehr, sehr fortschrittlich rangegangen. Und er hat sich deutlich verbessert. Er ist super neugierig. Er möchte die Welt erkunden. Er möchte am liebsten immer den Freilauf. Dazu kommt auch noch ein Video. Und er kommt gerne auf der Hand. Also jetzt nicht sofort so richtig wie Zelda, der hat sich gerade auch wahrscheinlich erschrocken. Aber er ist futterzahm, er ist neugierig. Man kann ihn natürlich nicht anfassen und streicheln, das macht er noch nicht mit sich. Denken sie auch, das ist ein bisschen doof. Aber ich kann ihn zum Beispiel, habe ich schon versucht, kommt auch noch ein extra Video, ich kann ihn langsam bürsten. Das lässt er sich gefallen und jetzt ist er in der Schockstarre. Hör mal, was ist denn los? Was ist denn los? Wenn er links die Augen sieht, oh Gott. Oh, die Kamera. Pedro, du schwarz-weißer Kumpane, hast du dich auch schon mit Hachiko angefreundet? Der ist doch schon seit, ich weiß nicht wie vielen Wochen bei uns. Guck nicht nach den Axolotln, die sind gerade unwichtig. Es geht um Hachi. Mein Kater hat auch schon Bekanntschaft mit dem lieben kleinen Teddyhamster gemacht und er war einfach nur baff und total verdattelt, als er das Tierchen gesehen hat. Also Pedro hat ja eh ein bisschen Muffensausen und ist total Angstkatze, was weiß ich nicht. Und er hat einen neuen Fernseher, findet der sehr schön. Hachi findet ihn auch interessant, also der guckt dann immer und ich denke, der versucht den Pedro extra zu necken, aber der hat jetzt keine Angst vor der Katze und das ist da nichts. Was willst du? Da ist nichts. Oh, Entschuldigung, dass ich den lieben Herrn beim Schlafen gestört habe. Du machst ja auch 20 Stunden nichts anderes am Tag, ne? Dieser verpeilte Blick ist einfach nur göttlich. Hachiko. Du bist so niedlich. Das weißt du noch nicht mehr, aber oh Gott, bist du gerade einfach süß. Er hat sich geputzt und dann habe ich zufällig die Initiative gegriffen und ihn gefilmt. Guckt jetzt nur total verdattelt. Guckt euch das Köpfchen an, diese Augen. Was empfindet ihr, wenn ihr da reinguckt? Absolute Niedlichkeit. Der ist vom Fell her so mega explodiert, ne? Das ist echt unglaublich. Also, das ist echt, ich hätte niemals gedacht, dass ein Teddyhamster so explodieren kann. Aber das ist halt so. Wir sehen, er lässt sich streicheln, aber nur ganz bedacht. Eigentlich denkt er sich nur, ich will raus. Und er ist so ganz, er ist total kuschelig. Schaut mal, ich habe ihn jetzt auf meine Hand gekriegt. Ich hoffe, das ist scharf genug für euch. So. Hier haben wir einen Hamster, der auf der Hand gekommen ist. Und ich würde sagen, das ist schon ein enormer Fortschritt. Er denkt sich nur, oh Gott, wo bin ich hier? Was soll ich hier tun? Was machst du da? Große weite Welt gucken. Ha? Hallo YouTube. So. Ein bisschen geheuer ist es ihm noch nicht. Man sieht es ihm an, aber
Der Wuschelpopo läuft und läuft. Hier haben wir einen Hamster, der gerne die große weite Welt erkunden will. Hallo. Da, schau mal. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Oh, hallo? Hallo, geh doch nicht. Ah, er ist auf die Kamera geklettert. Oh mein Gott. Ah, Hachi, komm zurück. Nein. Da kannst du nicht drauf laufen, das tut weh. Ja. Ach, Mann, ey. Du bist doch verrückt. Du verrückter Plüschpopo, du, ey. Bevor er dann wieder zu nervös geworden ist, habe ich ihn jetzt wieder reingesetzt, wie ihr das gesehen habt. Das ist nämlich auch sehr wichtig, dass man halt nie übertreibt, wenn man den Hamster auch noch gar nicht kennt. Der wurschtelt jetzt hier rum. Ich hoffe, er will jetzt nicht wieder hoch. Der hat nämlich diesen Freiheitsdrang. Den haben übrigens männliche Hamster stärker als weibliche. Und jawohl, da muss ich ihn mal eben von abhalten. Stopp. Stopp. Das darfst du noch nicht. Ja, seht ihr, ich kann ihn auch schon so anfassen, aber der Drang ist groß. Ich will die große, weite Welt erkunden. Lass mich runter. Ja, den Freilauf kommst du ja auch bald. Mein Gott, wir haben hier einen sehr mobilen Hamster. Ach, den müssen wir mal runtersetzen. Aber das ist doch schon mal gut. Und das könnte ich jetzt eigentlich die ganze Nacht hindurch machen, bis er eigentlich da mal sitzen bleibt. Wer kennt das nicht? Aber so sind Männer. Sobald die einmal die Freiheit geleckt haben, wollen sie nur noch abhauen. Ne? Du willst nämlich eigentlich nur junge Weiber begatten, mein süßer kleiner Freund. Aber das ist nicht. Hier haben wir das etwa ältere Modell. Das weißt du, die Zelda, die ist jetzt auch gerade wach. Na, Schnucki? Hm? Geht's dir wieder gut? Bist du fröhlich und gut drauf? Ja, ne? Aber bist nicht so durchgeknallt wie die Jugend von heute, ne? Witz aber auch raus, ich weiß. Und da ist deine Erdbeere, genau. Vielen Dank also, dass ihr wieder mal bei diesem weiteren Zähmungstagebuch vom süßen Hachiko dabei wart. Lasst ein Like da und einen Kommentar für Hachikos unglaubliche Niedlichkeit, die er einfach an den Tag, sprich die Nacht anlegt. Mir würde es mal so spontan einfallen, ob ihr überhaupt noch eine weitere Folge wollt, also Folge 5, weil ich weiß nicht, ob Hachiko jetzt noch zahmer wird, also ob das jetzt sein höchstes Level ist oder ob ich ihn noch zahmer bekomme oder ob ihr noch weiter die Entwicklung von ihm sehen wollt. Bald gibt es auch einen Hachi-Tag, da habe ich letztens einen Kommentar zugekriegt. Also wie gesagt, schreibt alles in die Kommentare, lasst einen Like, der schaut euch die weiteren Videos von mir und den lieben Hachi an. Und ich würde mal sagen, der rennt hier noch die ganze Zeit die Nacht rum und macht es unsicher. Lasst alle ein Like da und ich würde dann sagen, auch wenn Hachi ein wenig verpeilt guckt, beende ich hiermit diese Folge und sag dann mal, bis zum nächsten Mal. Oh, und du trinkst hier noch eine Weile, ne? Ist das süß. Ja. Schmeckt auch sehr lecker, ne? Ja.